Guten Tag, guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Sie schauen diesen kleinen Videoclip, weil Sie etwas über Lufthansa erfahren wollen. Mein Name ist Christian Schlegel und ich will Ihnen den Wert nach den letzten Zahlen und nach dem Absturz der letzten Tage mal etwas näher bringen. Ich befinde mich auf dem Analyse-Tool von der UniCredit One Markets und vor sich sehen Sie den Chart Eine Kerze, eine Woche. Wir reden hier vom 8.01.2001. Und mir geht es um diesen Punkt, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Der heißt 15. Vor allen Dingen hier 2015, 2016. Hier war es immer wieder ein Widerstand. Und wir gingen dann sogar auf einstellig runter, nochmal unter die 10. Ich mache das hier mal ein bisschen näher dran. Sie sehen aber auch, was das letzte Mal passiert ist. Wir hatten dieses Dreifach-Top. Einmal, zweimal, dreimal. Da sind wir wieder dran und dann durch. Und dann lief der Wert von 15 mehr oder weniger hemmungslos hoch bis 31. Also was wir jetzt gemacht haben, nennt sich auf Neudeutsch ein Back-to-Breakout. Wir sind hier ausgebrochen nach oben und wir gehen hier einfach nur zurück. Das ist eine lange Phase. Das hier war im Januar 2018. Seinerzeit war der DAX bei 13.600. Und wir haben, wenn der DAX nur 8% verloren hat, heute auf den Kurs bemessen, hat die Lufthansa 50% verloren. Also das ist schon heftig, gar keine Frage. Aber wohin gehen die jetzt? Ich gehe jetzt mit Ihnen von dem Wochenchart in den Tageschart. Das hier ist der Tageschart und Sie sehen hier also diese Linie, die ich eben gezogen hatte, um die 15. Da waren wir heute also auch leicht drunter. Für mich, und da muss ich noch mal ein bisschen zurück, gibt es hier unterhalb der 15 eine, ich nenne das gerne Soft Landing Area. Die geht von hier, das ist etwas über 15, komplett runter bis hierhin. Das ist so eine weiche Zone oder eine Soft Landing Area, wo der Wert eintauchen kann. Es ist meines Erachtens nach nicht zu sehen, ob er jetzt bis 14,80, 14,50 oder 14,30 fällt oder die vielleicht einmal komplett durchläuft, hier bis 13,12. Aber ich denke, dass sich der Wert hier insgesamt ausbremst. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der letzte Absturz von 22 kommen doch schon sehr erheblich ist. Es ist völlig opportun zu glauben, dass der Wert dann hier auch mal ein bisschen korrigieren kann. Heute ist Dienstag, der 18. Juni. Was wir mit dem Schlusskurs heute gemacht haben, ist ein sogenannter Hammer. Den haben wir hier. Das heißt, wir haben hier oben angefangen, einmal komplett die Range durchlaufen, schließen allerdings in der Nähe des Tageshochs. 15,31 und ist momentan der Kurs. 15,318 ist also im Moment hier um 19.41 Uhr der Kurs. Aber das gilt als Hammer. Das ist oftmals ein sehr schönes Signal. Dieser Hammer hat den ganz großen Vorteil, dass er gleich den Stop mitliefert. Und der ist hier unten drunter, da sind wir bei 14,83. Das heißt, was auch immer ich morgen kaufen sollte, muss sofort mit einem Stop etwas unter der 14,83 unterlegt werden. Aber das sind oftmals sehr schöne Signale, die dann durchaus eine kleine Korrektur, und das ist, wäre nicht verwunderlich, nachdem wir von 18 auf 15,30 gefallen sind, dass die halt mal kommt. Ich habe keine Trendwende in diesem Wert, überhaupt nicht. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass ich jetzt sage, hier kaufen und dann geht der Wert hier hoch. Das ist nicht der Fall. Von den technischen Indikatoren, fangen wir mal hier mit dem MACD an, ist es weiter negativ, sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise. Der Oszillator zeigt auch weiter nach unten, das muss er auch. Der Wert ist ja übelst verprügelt worden. Rein vom Chart her würde der Wert erst wieder positiv werden, wenn er den Wert von 18 mit Schlusskurs überbietet. Da sind wir jetzt mal schöne 20% von weg. Aber das hier ist für mich ein Signal, wo ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert hier in den nächsten Tagen weiter runterfällt in Richtung 13, wird geringer. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Unterstützung, vor allen Dingen, wenn wir dann in diese Soft Landing Area reinkommen. Von den Bollinger Bändern her ist es so, dass die extrem sich öffnen, nach oben und nach unten, was eigentlich zeigen sollte, dass der Wert noch ein bisschen weiter fällt. Deswegen, ich bin zurückhaltend, aber wachsam. Zurückhaltend soll sagen, ich komme jetzt nicht gleich in eine Position, aber wachsam, weil das kann so sein. Wachsam heißt für mich nämlich auch,
Wenn ich dann mal auf den 4-Stunden-Chart gehe, um Ihnen das zu zeigen, wie man das System hier gut nutzt, und das ist eine Kerze 4 Stunden. In dem Moment, in dem wir hier drüber gehen, über die 16,10, wäre im Prinzip wieder alles frei. Aber wenn vorher schon die Stochastik, das können Sie auch auf dem Tool sehr schön sehen, über 20 geht im 4-Stunden-Chart und hier sich ein kürzeres Histogramm bildet, dann bin ich da früher drin und das ist wahrscheinlich dann hier und dann sind wir so im Bereich 15,40. Dann wird der Wert bei mir kurzfristig negativ, der Druck sollte nachlassen und ich rechne dann eher mit einem Anstieg so bis ganz grob zu 17. Da. Das kann eine ganz schnelle Geschichte werden. Es ist also momentan mehr ein Trading-Stock. Es ist kein Stock, wo man sagen kann, okay, ich kaufe und halte, Buy- und Hold-Strategie. Das scheint mir momentan noch nicht der Fall zu sein. Nichtsdestotrotz, ich wollte unbedingt auf diesen Bereich hier hinweisen. Diese 15 hat seit fast 2 Dekaden immer wieder eine erhebliche Rolle gespielt. Und ich gebe dem Markt eher ein Korrekturpotenzial als ein weiteres Rücklaufpotenzial, bezogen auf die nächsten 2 bis 3 Wochen. Jetzt kann man sich mit diesem Tool auch sehr schön die Optionen reinholen, indem Sie, ich bin Mac-User, auf den Wert gehen. Beim Mac drückt man mit beiden Fingern auf die Maus oder auf das Trackpad und dann wählt man die Derivate-Box aus. Sie können hier die K.O.-Scheine, Optionsscheine, Discount, alles raussuchen. Mir geht es heute hier um die K.O.-Produkte. Sie können wählen zwischen Long und Short, limitiert, unlimitiert. Ich nehme jetzt mal einfach einen unlimitierten Schein, das heißt zeitlich unlimitiert. Ich mache Ihnen das mal etwas größer hier. Für jene Anleger von Ihnen, die sagen, okay, ich bin ja der Meinung, dass der Wert jetzt hier irgendwo mal seinen Boden findet, aber ich traue mich jetzt nicht im Bereich 14,80 Optionen zu suchen. Würde sich anbieten, dass man hier drunter geht und dann sind wir im Bereich 12,5, 13. Wir haben jetzt hier schon so ein Schein hier, das wäre die 12,20er Basis, das ist ein 5er Hebel. Das ist, ich nenne das eher konservativ. Das ist von der UniCredit One Markets, die Kennnummer HZ0EK2. HZ0EK2. Wie gesagt, unlimitiert, ein Open-End-Schein ändert jeden Tag seine Basis, seinen Basispreis leicht nach oben. Hat im Moment einen 5er Hebel und hier ist die Basis 12,20. Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, naja, das könnte doch durchaus mal eine schnelle Korrektur nach oben sein, kann ich natürlich mit der Basis höher gehen. Zum Beispiel kann man das unter diesen Hammer legen. Das waren die 14,83 und da bietet sich sowas hier an. Das ist eine K.O.-Schein mit der Basis 14,67. Da sind wir also ungefähr hier. Der hat momentan ein 23er Hebel und das ist die Kennnummer HU8D4T. HU8D4T. Das ist durchaus eine interessante Option. Liegt sehr nah dran. Die Aufgelder sind vertretbar, kann man machen. Man kann natürlich noch näher rangehen, das können Sie dann über das Tool ausprobieren. Hier so ein 14,79er, da sind Sie beim 29er Hebel. Da würde ich jetzt einfach mal abwarten, was macht der Wert morgen früh. Denn wir sind heute heftigst gestiegen im DAX. Ja, der DAX und die Lufthansa sind weiter gefallen. Also deswegen, wenn der DAX morgen fallen sollte, wird die Lufthansa nicht der Wert sein, der als erster oben steht mit dem größten Kursgewinn. Gucken wir mal nach den Puts. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass hier der Wert nennenswert weiter runterkommt, aber das ist meine höchst eigene Meinung. Wenn ich einen Put haben will, muss ich ihn hier oben drüber legen, über die 18, sowas wie 18,20. Und da bietet sich so etwas hier an. Das ist ein 18,45er Put, der hat momentan einen Hebel von 5 und das ist die Kennnummer HX9VCF. Wie gesagt, das ist nicht meine erste Wahl. Ich glaube nicht, dass Sie von hier aus noch nennenswert runtergehen. Ich halte das Risiko nach unten für begrenzt. Ich warte eher auf den kleinen Turnaround-Moment ab und für das Feintuning benutze ich dafür den 4-Stunden-Chart. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.